Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo, wir sind hier auf Kila im eingeborenen Dorf und haben im letzten Part unsere Voodoo-Puppe benutzt, um unseren Häuptling hier, oder den Häuptling hier zu überzeugen, die Piraten, die unten am Strand herumwuseln, am Leben zu lassen. Dafür mussten wir den, ja, wie soll man sagen, den obersten Krieger oder so hier, ne, geistig übernehmen, körperlich übernehmen, so, körperlich und geistig, der da unten halt steht, ne, den haben wir mal kurz benutzt, ganz schändlich, und, ja, haben jetzt quasi unseren Piratenkollegen den Hintern gerettet. So, was machen wir als nächstes? Ich muss mal kurz looken. Was haben wir denn hier? Für Quests, Buß, vernebelter Geist, bla bla, scheinbar Verstand verloren, ich muss rausfinden, was da los ist, ja, ja. Edles Tafel, Silber, Corby, 10 Silberteller, achso, das ist sogar eine Quest? Aha, ich dachte, er verkauft sowieso, okay. Ein köstliches Mahl, Xili, Xil, so. Hat mir ein Proviantpaket für Baraka gegeben. Ich soll ihm sagen, ich hätte es von der Muleke. Baraka, genau. Das können wir machen. Auf der Karte markieren bitte mit Ö. Ja. Seekärtchen, der ist jetzt hier der Auftraggeber, glaube ich. Und wo müssen wir das... Halt, das war die falsche. Wo müssen wir das da jetzt dahinter bringen da? Ich verdrück mich schon wieder. Ich spiele zu viele Spiele. Da oben. Ach du Heilige. Da runter, da den Weg, da raus und zack. Okay, also wo wir quasi stehen, hinter uns darunter. Wir werden jetzt schon ein bisschen kämpfen müssen, also werde ich... Warte, ich werde... Halt. Ich werde vorher schlafen gehen. Das wollte ich sagen. Ich bin jetzt schon ein bisschen angeschlagen, wieder einmal. Ist eh nichts Neues, aber ich lege mich mal kurz in die Haie. Bis zum nächsten Morgen, dann ist es für euch auch besser, dann ist es wieder heller. Jo. So. Und dann gehen wir frischen Mutes ans Tageswerk. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu leise. Ich muss mal kurz testen. Warte hier. Es ist doch zu leise. Warte mal kurz. Komm mit. Ah, das ist besser. Sicher. Das ist besser, jetzt kann man auch was hören. Gut, das ist mal ein kleiner Test. So. Ja, Makoto, ne? Yala Yala oder Makoto wird böse. Was denn? Wieso denn? Ah, dahin hätten wir einen Gorillalein. Ist dieser Krallenaffe? Ich glaube, der lebt noch, oder? Ja. Zack. 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 Und nochmal. Und nochmal. Und... Ich möchte gerne den Gorilla klatschen. Hui, da kommt er schon. Ich bin schon weg. Weil da gibt viele Erfahrungspunkte. Ich weiß, ich soll es vielleicht noch nicht tun. Weil wir noch nicht Krallen etc. hier nehmen können. Aber ein Gorilla hat die Fingernägel und keine Krallen, glaube ich. Au, fällt dir unter Menschenaffe, ne? Ha, Bones. Du darfst da auch mal... Au, voll niedergerannt, ne? Du Bastard. Da. So. Aber ist halt klar, wenn ich so ein 600 Kilo Viech... Oder 300 Kilo? Ich glaube 600, ne? 600 Kilo reine Muskelmasse haben diese Gorillas, glaube ich, ne? Wenn ich das halt rammt, dann hast du halt ordentlich Kreuzweh, ne? So. Ich weiß, ich bin hier falsch. Aber ich wollte mich hier trotzdem mal ein bisschen umschauen. Ich weiß, wir müssen da runter. Aber ich wollte mich jetzt einfach mal hier ein bisschen umlucken. Autsch. 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 Zack. 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 So, du musst jetzt mal dran glauben, Viech. Da hinten ist auch irgendwas los. Sehe ich gerade. Ich glaube, das dürfte noch ein Krallenäffchen sein. Was dahin wird, glaube ich, gerade gekämpft. Au, au, au.
Danke fürs Heilen, das brauche ich dringendst. So. Immer feste drauf. Zack. Zack. Passt, sehr gut. Was war das, was ist da drüben los? Da drüben wird gekämpft, ich sehe es doch. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Ich will die Punkte. Ist schon zu spät, glaube ich. Hä? Ein Gnom? Stormy, besser leise sein. Pamir. Was? Störe ich? Warum so nervös? Warum so nervös? Homie verschreckt Tiere. Und wenn Tiere fliehen, Pamir muss Jagd von vorne beginnen. Darum ist es besser, wenn wir sind leise. Aha, du bist ein Jäger? Du bist ein Jäger? Nein, Pamir ist auf Jagd, aber kein Jäger. Pamir will etwas sammeln, das verloren ist. Verstehe, ein Sammler also. Nein, nein, kein Sammler. Wenn du kein Jäger und kein Sammler bist, was bist du dann? Ein Gnom, was sonst, Homie? Vergiss, dass ich gefragt habe. Nicht sauer sein, Homie. Große Reise bringt viele Fragen mit sich. Ja, ja. Deine große Reise hat dich nach Kieler geführt? Deine große Reise hat dich nach Kieler geführt? Jep, jep. Und wie jeder Gnom muss Pamir auf großer Reise sein Aurikulki finden. Mhm. Und du hast es noch nicht gefunden, nehme ich an. Nee, Homie. Pamir hat gefunden, aber Affe hat es ihm gestohlen. Oh, du hast dich von einem Affen beklauen lassen? Davon geht die Welt nicht unter. Boah, na, beklauen. Du hast dich von einem Affen beklauen lassen? Jep, garstiger Dieb. Niemand beklaut Pamir. Aber dieser Affe ist besonders pfiffig. Er hat eine Kawa, doch Pamir traut sich nicht hinein. Vielleicht weiß Homie eine Lösung. Wie sieht dein Aurikulki denn aus? Ich werde dein Aurikulki finden. Aussehen. Wie sieht dein Aurikulki denn aus? Es ist ein kleiner Funkelring. Homies tragen ihn am Ohr. Ein Ohrring? Klingt nicht besonders spannend. Er glitzert über weite Strecken. Kumpo von Pamir dann immer wissen, wenn er sie besuchen kommt. Aha, woher hast du den Ohrring? Ich werde dein Aurikulki finden, aber woher hast du denn? Woher hast du den Ohrring? Ja. War Geschenk von Homie. Er ihn sicher nicht mehr gebraucht. Also hat Pamir ihn genommen. Ich werde dein Aurikulki finden. Ich werde dein Aurikulki finden. Tantan, Homie. Wenn du willst, zeigt Pamir dir den Weg zur Affenhöhle. Ein Wort genügt und ich führe dich hin. Ja, können wir gleich machen. Bring mich zu der Affenhöhle. Yep. Homie Lucky nach Gotzo und Pamir läuft. Los geht's. Können wir eigentlich gleich machen, ist wurscht. Aha, ich dachte schon, da geht's jetzt aber steil runter, da gibt's hier einen Weg. Was haben wir denn hier? Ein Feuervögelchen. Ich hoffe, dass wir die Punkte kriegen. Au, au. Zack. Zack. Ich glaube, eine Spinne hat uns da auch noch erwischt. Oder entdeckt. Ups. Au. So, gleich haben wir den. Au. Wow. Mal was trinken, ne? Zuerst den Feuervogel machen. Passt, den haben wir schon mal. So, jetzt können die Spinnen drankommen. Alter, was sind hier für Viecher, ey? Aha, da unten steht, glaube ich, auch ein Pirat. Au. Mal was trinken wieder. Passt, 50 Punkte bekommen. Das ist sehr gut. Ah. Mach mal dich platt, du Mistviech. So, der nächste hin. Passt. Au. Ein bisschen Proviant noch essen. Ja, scheiß Vieh, da hast du recht. Alter, Waldspinnen, ey. Ja, ist schon gut. Du bist hässlich. So, passt. Den nächsten. Der ist da oben. Schnell rauf. Dab, 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 dab. Bevor unser Gnömchen hier noch stirbt.
Au, au, au. So viele Spinnen, muss das sein? Alter, nochmal 4 oder 5. Ja, großartig ist das. Das wäre so ein Feuerzauber nicht schlecht, ne? So ein Feuerregen. Au. Geh ein, bitte, ha? Huh? Du Dschungelkacke. Bäh. Danke fürs Heilen. Alter. Der ist nur mit mir beschäftigt, der Arme. Ist auch klar, wenn ich so viel bulle, ne, bin ich selber schuld. So. Au. Der ist einmal hin. Gott sei Dank. So. Hoffentlich sind die anderen auch bald fertig. Au. Ein bisschen Proviant. Boom. So. Ist jetzt tot? Der Gnom ist tot. Das ist natürlich jetzt sehr schlecht. Ich hoffe, dass er nur bewusstlos ist. Sonst kann ich das nochmal machen. Dabei habe ich hier von allen Agro. Alter. Da, geh jetzt mal ein hier bitte. Au. So, der ist auch mal weg. So. Pfui, jetzt gehen wir mal schauen, ob der noch lebt. Gott sei Dank. Er lebt noch. Warte. Hui. Ja. Gleich mal den halben Wald ausgerottet. Ich glaube, bis auf den Feuervogel hat hier niemand was für uns, ne? Wenn ich den mal looten, dann müsste Fleisch für uns haben. Nicht einmal Fleisch? Also was? Das kehrt sie wirklich nicht. So, wir sind jetzt hin? Da drüben. Ich glaube, ich speichere jetzt mal. Das war doch schon etwas heftig. So, speichern bitte. Ja. Danke. So. Ja. Wie Sie meinen. Hallo, eine Makibeere. Halt. Pamir ist verwirrt. Ging es rechts oder links lang? Oje. Was meinst du, Homie? Woher soll ich denn das wissen? Gehen wir nach links? Lass uns rechts entlang. Ich würde sagen, gehen wir links. Gehen wir nach links. Okidoki, gute Wahl. Pamir geht voran. ist links nicht darunter? Nu hopp, Homie. Vielleicht ist heute Gegenteiltag. Später. Vorsicht, Homie, wir sind fast da. Wolltest du nicht links lang gehen? Ja. Links ist da, wo der große C. Schon gut, ist nicht so wichtig. Mit einem Bananenkompass wäre die Suche viel einfacher. Bananenkompass? Was soll das denn sein? Bananenkompass? Was soll das denn sein? Homie muss einfach eine Schale mit einer Banane hinlegen. In der Richtung, wo die Banane abgebissen wird, ist die Affenhöhle. Und das soll funktionieren? Klaro. Doch genug Blabla. Mir nach. Okay. Nu hopp, Homie. Ja, schon gut. Wir sind da, Homie. Hier ist der Affe durch das Loch verschwunden. Bestimmt hat er mein Aurikulki dort versteckt. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine Falle. Wie soll ich durch das kleine Loch passen? Wie soll ich durch das kleine Loch passen? Homie zu groß. Affe nicht. Gut erkannt, Kleiner. Schlaue Homies benutzen freundliche Affen für kleine Gänge. Du musst nur jemanden suchen, der dir das beibringt. Vielleicht Homies am Strand können, Halpo? Du meinst, ich soll bei den Piraten einen Affentrainer suchen? Jip, jip. Mhm. Na, Loco. Aber dafür brauche ich Geld. Dann haben wir den nutzlosen Feuervogel, der bringt uns nichts. Was hätten wir da oben?
Oh, eine antike Stadt. Ui, und ein Jaguar. Ich dachte mir, hören, das für ein komischer Haufen. Der hat geschlafen. Okay. Upsi. Das wollte ich gerade nicht. Upsi. Das war unabsichtlich. Ich war so fasziniert von den Ruinen da. Upsi. Au. Kannst du mich einmal heilen, Bones? Bitte. Oder auch nicht. Da, weg mit dir, du Mistviech. So, passt. Her mit deinem Fell. Danke. So. Ich dachte mir gerade, was ist denn das für ein komischer Haufen da am Boden? Dabei war das das Fell vom Jaguar. Da vorne liegt ein Panther, oder? Ein Alligator? WTF, wo sind wir hier? Das, okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll. Wäre schon fast irgendwie schade, wenn ich nicht vorher noch lerne, Krallen zu ernten, oder? Ja. Entschuldigung, Kumpel, ne? Ja, ich wollte eigentlich das Essen dem einen Eingeborenen geben, ne? Theoretisch, ich glaube, wir sind hier doch... Ach so, warte. Warte, warte. Ist dort... muss man da durch? Wo bin ich überhaupt? Ah, ich bin hier. Ach so, das wäre auch eine Möglichkeit. Komm auch hier hin. Ach so, und wenn ich mich jetzt umdrehe... Hallo Äffchen. Wenn ich mich jetzt hier umdrehe und da lang laufe, müsste es besser sein. Mhm. Sind wir in der Nähe? Ach so. Deshalb Pirat und so. Aha. Mal schauen, über wen ich diesmal stolpern werde. Hallo, Mut. Hey, gut, dass ich dich hier treffe. Auf dich habe ich gewartet. Du bist genau der richtige Partner für meinen großen Plan. Plan? Ja, genau. Am besten, ich erzähl dir unterwegs davon. Unterwegs? Natürlich unterwegs. Vom Herumstehen kommen wir dem großen Tempel kein Stück näher. Also, geh vor. Ich folge dir. Die Nervensäge. Oh nein. Mut, aber nett. Das soll jetzt aber nicht, wie soll ich sagen... Hey, ich finde es sehr schön hier. Oh mein Gott. Das ist jetzt so wichtig, dass du mich unbedingt in ein Gespräch verwickeln musst. Ich meine ja nur, den meisten fällt gar nicht auf, wie schön es hier eigentlich ist. Aber geh nur weiter. Wir haben ja noch so viel zu erledigen, nicht wahr? Was habe ich getan? Das ist quasi... Ja, danke, Biranhabites. Danke, wir wissen, dass ihr Gothic mögt. Gothic 1, ne? Da gab es auch diesen Mut. Im alten Lager, ne? Das, den Typen werde ich meinen Lebtag nicht vergessen. Ich habe den wirklich beim ersten Mal getötet. Ich sag's ganz ehrlich. Ich habe den umgehauen. Ich konnte nicht mehr. Der hat mich pausenlos genervt. Und dann beim zweiten Mal habe ich ihn umbringen lassen. Und zwar ist er unabsichtlich von dem Monster besiegt worden. Da kann ich überhaupt nichts dafür. Und dann war Ruhe. Ja. Kämpf endlich, verstehst? Tut überhaupt nichts. Nix. Ja, ich will auch klatschen, den Mut. Ich will ihn umklatschen. Danke, Bones. Danke. Die Mauer da. Da ist halt. Das große Tor. Der Tempel liegt auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Irgendwie müssen wir die Wache davon überzeugen, uns hindurchzulassen. Ja, das ist das geringste Problem. Wir haben eh ein Lunchpaket für ihn. Ach du Heilige. Ui, da sehe ich was Tolles. Da sehe ich ja glatt was Tolles. Da müssen wir sofort hin. Und zwar Teleporter. Teleportstein einsetzen, bitte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das Wichtigste von allen. Immer den Teleportstein aktivieren. Der Papagei, der sitzt da mit der Ruhe, der hat überhaupt keine Scheu. Ich sehe da einen Alligator, da soll ich vielleicht nicht hingehen. Ja, vielleicht schon, aber die sind alle so schön, die Papagei hier, ne? Vielleicht schon, aber ich möchte gern vorher wirklich noch das mit die Krallen lernen.
Warzenschwein, Fell und rohes Fleisch. Wo ist denn, wo hat denn das Viech bitte Fell? Das ist ja Leder. Und wer ist bitte scharf auf dem Warzenschweinfell? Das ist so borstig, da kann man nicht drauf kuscheln. Oder es irgendwie anziehen. Naja, hallo. Gucho, ja, gleichfalls. Dein hat hier nichts verloren. Das verbotene Tal ist tabu für dich. Nur wenigen ist es gestattet, den heiligen Boden zu betreten. Der zieht vielleicht ein Gesicht. Nicht, dass er uns mit einem Fluch belegt. Das fehlt uns noch, ja. Was hat es mit dem verbotenen Tal auf sich? Proviant für dich. Zuerst fragen wir mal blöd aus. Was hat es mit dem verbotenen Tal auf sich? Das verbotene Tal ist der Sitz unseres Orakels, Gucho. Es ist äußerst wichtig, dass das Orakel in seinem Frieden nicht gestört wird. Die schlechten Einflüsse dieser Welt könnten es verwirren, ja im schlimmsten Fall sogar verändern. Aha. Kannst du mir noch mehr über das verbotene Tal erzählen? Kannst du mir noch mehr über das verbotene Tal erzählen? Dort ist der Dschungel dicht und die Gefahren sind groß. Unsere mächtigste Kiki ist ins Tal entsandt worden, um das große Orakel zu sehen. Wenn die Zeit reif ist, wird sie wieder zurückkommen. Wenn du mehr über uns Kila erfahren willst, dann geh ins Dorf. Es ist südlich von hier. Ich habe etwas zum Essen für dich. Ich habe hier etwas Proviant für dich. Sheku? Ein Gucho bringt mir etwas zu essen? Das ist Aufgabe unserer Muleke. Ich helfe eurer Muleke, das Essen zu verteilen. Ich helfe euren Muleke, das Essen zu verteilen. Davonga, Gucho. Baraka erkennt dein gutes Herz. Mhm. Es ist gut, dass du diese Aufgabe übernimmst und unseren Frauen hilfst. Hier, nimm dieses kleine Kipawa. Habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, wie ich Pirat geworden bin? Nein. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das hören will. Das war eine total verrückte Geschichte. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber irgendwie... Du musst wissen, ich komme nämlich von ziemlich weit her und habe gar keine Ahnung von der Seefahrt. Ist ja auch egal, dafür habe ich andere Qualitäten. Das wirst du schon noch merken. Was wollte ich gerade noch erzählen? Nix. Gar nichts. Geh ja, genau. Einfach weiter. Ja, gut. Wir können ja später noch reden. Ah, ja. Ach Gott, er ist wieder da. Er ist wieder da und ich werde auch gleich speichern. Oh nein, was habe ich getan? Das wird jetzt sehr anstrengend. So. Nicht so anstrengend war diese Truhe hier. Ganz viel Fleisch, 2 Stück. Krallen, 2 Stück und Luchsfell. Es gibt Luchse? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Luchs ist schon ein wunderschönes Tier. Finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und hier können wir durch. Wo können wir hier durch? Theoretisch hier. Das Tor muss dann irgendwie... Keine Ahnung, darf ich durch? Lass mich ins Tal. Lass mich ins verbotene Tal. Nur der, der das alte Wissen versteht, darf den heiligen Boden betreten. Sonst weiß ich nicht, ob du nicht den Zorn des Orakels erregst. Verstehst du das alte Wissen? Noch nicht. Dann kehre zu mir zurück, wenn es soweit ist. Wir haben altes Wissen in der Tasche, ne? War das nur benutzbar? Glaube ich nicht, ne? Warte, das muss ich kurz mal suchen. War das unter Plunder? Das könnte sein. Dass es bei Plunder dabei war. Ah, die Muscheln können wir auch aufmachen. Wo ist es denn? Altes Wissen, hier. Drin. Ich kann es aber nicht aktivieren. Essen riecht gut. Aber es schmeckt sonderbar. Ja. Altes Wissen. Vielleicht müssen wir dafür die Magier erst aufsuchen, damit das... Oh na, bitte sag mir, dass der Mut uns so lange begleitet. Huch, das wollte ich jetzt nicht, dass der uns angreift jetzt. Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Ich wollte nur ein Stück rüber gehen.
Die Spinne wird uns auch gleich angehen. Ist schon soweit. Au. Ich muss da mal weg. Halt die Gosch. Au. Alligator ist gleich kaputt. Oder ist schon kaputt. Hammer ist das nicht bekommen, weil du den umgehauen hast. Krrr. Weißt du eigentlich, warum sie mich bei den Piraten rausgeschmissen haben? Nein, aber ich fürchte, das wirst du mir gleich erzählen. Also, das war so. Am Anfang haben mich alle gemocht, weil ich eigentlich ein ziemlich netter Kerl bin. Ich habe mir fast die Hände blutig geschuftet für die Kerle, nur um dabei sein zu dürfen. Und was machen die? Sie schmeißen mich raus, nur weil ich versehentlich das falsche Bett benutzt habe. Ich meine, alleine natürlich. So, so, das falsche Bett benutzt, ja? Und das war alles? Glaub mir, ich habe sonst nichts gemacht. Ehrlich. Ja, ja. Komm weiter jetzt. Na schön, aber ich war noch nicht fertig. Moment mal. Wer hat dir eigentlich erlaubt, mir einfach nachzulaufen? Keine Sorge. Ich werde schon auf dich Acht geben. Ich sichere unsere Nachhut auf unserem Weg zum großen Tempel. Ja, ja. So, so. Großer Tempel, ja? Was ist, wenn ich das gar nicht will? Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Du wirst schon sehen, bald werden wir beide reich sein. Hau ab, du Penner, ich habe keinen Nachläufer. Ich brauche keinen Nachläufer. Von mir aus komm mit, mach mir aber keinen Ärger, klar? Hast du nichts zu tun? Oh na, ich werde so bereuen. Komm mit. Mach mir aber keinen Ärger, klar? Du wirst von meinen Fähigkeiten noch profitieren. Wie auch immer, du kannst von Glück sagen, dass du mich getroffen hast. Wir werden uns gut verstehen, da bin ich mir sicher. Ich möchte weinen. Von welchem Tempel redest du überhaupt? Von welchem Tempel redest du da überhaupt? Die Eingeborenen haben im verbotenen Tal einen geheimen Tempel. Man munkelt, dass derjenige, der ihn findet, mit Reichtümern nur so überschüttet wird. Du glaubst wohl alles, was man dir erzählt. Das kommt aus einer zuverlässigen Quelle. Glaub mir. Ja. Du wirst mir noch dankbar sein für diese überaus wertvolle Information. Bring uns einfach zu diesem Tempel, dann wirst du schon sehen. Wie kommen wir in das verbotene Tal? Wie kommen wir in das verbotene Tal? Tja, das ist das Problem. Wir müssen durch das große Tor im Südwesten von Kila. Dieser übel gelaunte Eingeborene, der davor steht, lässt aber nur diejenigen rein, die er als würdig erachtet. Am besten du machst, was er dir sagt, sonst kommen wir da nie rein. Der Kerl vor dem Tor lässt mich wohl nicht rein. Der Kerl vor dem großen Tor lässt mich wohl nicht rein. Tja, wenn das so einfach wäre, wäre ich schon auf der anderen Seite im verbotenen Tal. Lass dir halt irgendwas einfallen. Aber die gute Nachricht ist, egal wie lange es dauert, ich bleibe an deiner Seite. Oh nein. Sehr ermutigend. Ich hab's befürchtet. Warte hier. Das geht? Das darf ich? Ich bin echt am Überlegen. Mach ihn nieder. Hä? Oh, hallo. Da ist ja noch jemand. Huch, au. Oh, zwei sogar. Zeig's ihm. Alter, geh ein, du Mistviech. Los doch. Ich sauf meinen ganzen Fusel weg. 50 Ruhm, passt. Au. Ich habe sogar die leise Befürchtung, dass er ein Crewmitglied von uns wird. Das wäre überhaupt nicht schön. Ich hänge da jetzt irgendwie fest, Herrschaftszeiten. Da, bist du jetzt bald einmal erledigt, Mistviech? Geht ja. Ich hasse Spinnen, ja. Haha. Ha. Da hinten geht's aber noch weiter, ne? Aha, eine Truhe. Magischer Kristall. Bei solchen Sachen muss ich schon wieder vorsichtig sein, dass hier nicht eine Falle irgendwo ist. Aber hier scheint ein Magier was versteckt zu haben. Oh no, 80. Du bist ein Seefahrer, richtig? Bitte, kann ich das abbrechen? Danke. Also, ich werde gerne unter deiner Flagge segeln. Ich hab's befürchtet. Du bleibst am besten hier auf der Insel und sicherst unsere Nachhut. Na schön. Aber wehe, du legst einfach ab und kommst nicht wieder. Würde ich niemals tun. Okay, dann lass uns hier weitermachen, bevor noch jemand anderes unseren Tempel plündert.
Ich hab's befürchtet. Altes Wissen. Halt, warte. Altes Wissen. So. Was mache ich mit dem alten Wissen? Ich wüsste nicht, dass ich das jetzt irgendwie einsetzen darf. Blunder. Passt eh, haben wir richtig. Altes Wissen. Ich fürchte, da werden die Magier uns helfen müssen. Fürchte ich. Altes Wissen wird gut zu einem Magier passen, ne? Vielleicht gibt es auch einen Schamanen, der das kann. Vielleicht kann es der Häuptling, ich weiß es nicht. Jo, ich würde sagen, wir beenden mal den Part, ne? Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, weil ihr dieses Desaster hier seht, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!